interessant. Da ballert er sich gerade so ein bisschen an. Oh. Ich glaube, ich bin schon wieder halbwegs dran vorbeigefahren. Da oben drauf. Das kann ja wieder ein Spaß werden. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Komm schon. Quäle dich. Nein. Das war genau die falsche Taste. Hm. Hallo? Ich habe es noch wieder aktiviert. Nee, anscheinend nicht. Jetzt aber. Okay, es ist zu steil. Der Nomad kann eben doch nicht alles, außer wir geben hier nochmal so einen kleinen Schub. Aber der funktioniert ja leider nicht immer. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich gleich da sein. Yay! Schön, dass wir mal was schaffen. Achso. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das werden wir irgendwann auch mal tun, aber nicht jetzt. Weil sonst werden wir hier niemals fertig sein. Niemals. Cora, yay. Woran haben Sie Spaß? Das macht er sich schon wieder an. Pflanzen gesehen. Ich fürchte, Ihr Translator hat das angaranische Wort für Spaß nicht richtig übersetzt. Oh mein Gott, was stimmt nicht mit ihm? Was stimmt nicht mit ihm? Er macht sie die ganze Zeit voll an. Interessant. Oh. Wir haben 100.000 Kisten und haben auch 100.000 Kisten übersehen. Und wir haben sogar einen Aufklärungsposten übersehen. Den werde ich mir jetzt erstmal holen, denke ich. Ja, doch, da kommt hin. Die Höhle da hinten sieht auch interessant aus. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Yay. Sehr schön. Hey, Aufklärungsposten. Oh. Erstmal direkt besteigen. Ich habe Ishara ist eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Volt beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Sogar die Waffen sind eingefroren. Wie cool ist das denn? Ich habe was entdeckt. Eine Forschungsstation. Sehr schön. Und wir haben hier auch direkt eine neue Mission und eine vorhandene Mission. Die aktiviere ich mal. Die hier wird wahrscheinlich noch gehen, aber die beiden sehen schon wieder ziemlich auf dem irgendwo auf dem Berg drauf aus. Das war kein Deutsch. Die sehen schwer zu erreichen aus, sagen wir es mal so. Okay. John. Die Hauptachse ist schon wieder eingefroren. Wie kann das sein? Könnte an einem Problem mit dem Enteisungssystem liegen. Ich sehe es mir mal an. Wart ihr das? Die reden wollen und so? Hallo? Möchte mit dir reden? Lass mich dich anklicken. Du hast einen Namen. Da, da war's. Ich habe ihr Schiff landen sehen. Ziemlich beeindruckend. Ich stehe halt im Weg. Sagen, ist das Ding von den Cat? Aber sicher. Bei unserer letzten Ausgrabung haben die Cat unseren Landcruiser zerstört. Also habe ich beschlossen, auch etwas von ihnen umzubauen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Sie haben die Cat bestohlen? Sie sind meine Heldin. Ich habe gehört, sie machen noch viel mehr, als sie einfach nur zu bestehlen. Ja, natürlich. Ist es hier draußen normal, dass man Maschinen der Cat einsetzt? Nur wenn wir darüber stolpern. Oder sie stehlen. Meistens halten wir uns von ihren Sachen fern. Könnte schließlich eine Falle sein. Sie stellen Fallen auf? Manchmal präparieren sie ihre Maschinen, damit sie explodieren. Und legen sie uns als Köder vor die Nase. Man könnte meinen, sie wären clever. Aber das haben sie von uns gelernt. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass sie sich gerade nicht ansprechen lassen hat. Und jetzt, wo wir endlich mit ihr reden können,
Steht der andere die ganze Zeit einfach vor ihr. Was machen Sie hier sonst noch, außer Fahrzeuge zu verschleppen? Ich war Bauingenieurin auf Aya. Jetzt repariere ich hier die Forschungsausrüstung. Erst entwirfst du einen Aquädukt und plötzlich steckst du bis zu den Ellenbogen in einem Eisbohrer. Das ist eine große Umstellung. Ich würde um keinen Preis tauschen wollen. Es ist hart hier draußen, aber jeder Tag ist aufregend und spannend. Außerdem kommt Aya auch ohne mich zurecht. Aber die Hijara-Station braucht mich. Arbeiten Sie auch mit Relikt-Tech? Nicht wirklich. Ich kann sie nicht aktivieren, also wäre es ziemlich sinnlos. Aber diese riesigen Strukturen mit den Lichtern sind schon faszinierend. Ich würde zu gerne mal in eine davon reinklettern und damit herumspielen. Falls Sie daran interessiert sind, sie sind nördlich von hier. Okay, ja, behalten wir mal im Hinterkopf. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Jo, ciao. Okay, aber war das jetzt die... Nee, oder? Nein. Das war nicht die oder der... Der, die das, was von uns möchte. Im normalen Bereich. Wir können nicht einfach ja, schön warm. Also ja, wir können schon. Er war dein bester Freund. Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Bis du mit dem Denken fertig bist, könnten sie tot sein oder Schlimmeres. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Kett zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Ich weiß dein Vertrauen zu würdigen. Die Kett töten unsere Leute. Sie verschleppen unsere Familien und wir sehen sie nie wieder. Jeder, der gegen sie kämpft, muss besser sein als sie. Also werden sie gegen sie kämpfen? Ich weiß, wo das Arbeitslager ist, in das sie meinen Onkel gebracht haben. Wozu brauchen die Kett ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Sie sammeln Angara. Und wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Das tut mir sehr leid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Ja, das ist schon echt übel. Ja, ich kann auf jeden Fall helfen. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nachpunkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nils hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Das war komisch. Die ganze Zeit sitzen sich im Spiel und er hat mich gerade auch gesiezt und Ryder hat ihn erstmal geduzt. Das kam die ganze Zeit so komisch vor, weil ich glaube, das war hier noch nie der Fall. Ich kann mich auch täuschen. So, hier können wir bestimmt rein, ne? Wie läuft die Ausgrabung? Wir kommen nicht tief genug, um eine ordentliche Probe zu nehmen. Das Eis ist zu dick. Mit einer besseren Ausrüstung wären wir seit Tagen fertig. Fragen Sie doch mal Amral danach. Okay. Was? Doch. Angaranischer integrierter Tech-Knoten, Kernsystemknoten, Interlink-Erweiterung anwendbar, Aya-Koordinaten verfügbar. Analyse. Die angaranische Technologie ist in einigen zentralen Bereichen wie Design-effizient oder Materialnutzung klar überlegen. Dank koordinierten Forschungsbemühungen zwischen Initiative und Angara sind diese komplizierten Knoten von beträchtlichem Wert. Okay. So, bitte rede mit mir und guck mich dabei an. Ich habe schon gehört, dass ein Alien in der Widerstandsbasis eingetroffen ist. Das Spiel ist echt verpackt. Da sind sie. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten. Aber ich muss dieses himmelsverfluchte Stück Schrott zum Laufen bringen. Es empfängt schon seit Tagen merkwürdige Interferenzen. Ich kann unseren Kollegen in Telerar keine Daten schicken. Okay, kann ich vielleicht helfen? Kann ich irgendetwas tun? Ja, vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich mit unseren Maschinen auskennen. Ich brauche eine Pause, bevor ich noch jemanden umbringe. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne daran versuchen. Okay, wir haben wieder einen neuen Auftrag bekommen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Sam, du musst es nicht immer wieder sagen. Oh, hier gibt es auch noch was. Ausrüstung untersuchen.
Ist, direkt in der Nähe hier. Moment mal, war das da drin? Oh ja. Umgebungstemperaturen liegen innen. Ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem, das vermutlich für planetenweite Übertragungen genutzt wird. Gereizter Forscher. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese Interferenzen, von denen der Forscher gesprochen hat? Ich empfange ein Signal. Es ist nur schwach, aber diese Ausrüstung ist enorm empfindlich. Pathfinder, ich erkenne in dem gesendeten Signal außerdem ein Ups. Sorry. Da war ich ein bisschen zu schnell. Jetzt konnte ich es auch selber nicht ganz sehen, was Sam da gesagt hat. Ich dachte, er redet einfach weiter. Okay. Probieren wir mal, die hier zu bekommen. Sollte er eigentlich direkt in der Nähe sein? Schon wieder in irgendeinem komischen Winkel versteckt. Ich würde gerne unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Okay, ja, ich finde seine Taktik ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Hey, okay, den haben wir wirklich schon mal schnell gefunden. Sehr schön, vielen Dank für die Spende. Und nun... gucken wir mal, ob wir die beiden auch noch kriegen, aber eher unwahrscheinlich. Okay, hier ist noch eine reiche Abbauzone. Könnte auf jeden Fall ein bisschen komplizierter werden. Da bin ich noch nicht so überzeugt von, dass wir die auf Anhieb finden werden. Aber vielleicht können wir irgendwie hier rauf. Moment. So, mit ganz viel Geduld und Liebe. Okay, auf jeden Fall mit dieser Einstellung. Ich habe irgendwie die Befürchtung, die sind hier irgendwo drauf versteckt. Okay, ich sehe gerade verzweifelt meine eine Markierung. Gott, hier ist echt so viel Schnee, es ist grauenvoll. Ich glaube, es ist irgendwie ganz oben drauf. Kann das sein? Nee, da unten. Ja, nicht ganz sauber eingepackt. Hallo, bleibst du mit stehen? Ein Riesenbehälter. Wow. Und auch da sind wieder tolle Sachen drin. Das war, glaube ich, der größte Behälter bisher, oder? Sonst sind es ja immer nur die kleinen. Das finde ich sehr schön. Es war... Ach so, hier ist noch eine. Doch, es war richtig, aber da ist noch eine. Wow, wie viele hier einfach sind. Also wieder ein kleines Stück zurück. Die Angara scheint ständig jemanden zu umarmen. Oder zu schlagen. Werden sie oft krank? Schwer zu sagen. Krankheiten sind Privatsache. Wir sprechen nicht darüber. Wirklich nicht? Okay. Es gibt bei ihnen keine Krankentage? Niemand muss je eine Erkältung oder Grippe auskurieren? Nee, du rollst weg. Ist es plötzlich so heiß? Brauchen Sie vielleicht Medigel? Oh Mann, ey. Hören Sie auf. Wie sie ihn mobbt. Oh Mann. Okay, wir haben einen Angara-Panzer gefunden. Cool, ich muss mir das mal in Ruhe, vielleicht offscreen oder so, alles durchgucken, ob da irgendwas Sinnvolles, Tolles für uns dabei ist, was wir gut gebrauchen könnten. Doch ein bisschen so aufwendig fürs Let's Play sonst. Das werde ich wirklich lieber in Ruhe machen. Okay. Ja, obwohl ich glaube sogar, das hier ist dichter dran. Aha, nach dem verschwundenen Lieferanten suchen. Ja. Doch, das klingt eigentlich sinnvoller, da erstmal hinzufahren. Müsste eigentlich da hinten sein. Scheint es ausgesprochen leicht zu fallen, offen zu agieren.
Das müssen wir. Wir sind hier, um diese Galaxie zu erkunden. Ich verstehe. Es ist einfach nur ungewohnt, nachdem wir im Kampf gegen die Cat all die Jahre versucht haben, möglichst unauffällig vorzugehen. Aber eines Tages werden wir sie vernichten. Und die... Wir nähern uns den Waffenpunkt und sogar Isof auf alle schnell. Mist, ich möchte mal zuhören, aber meistens reden sie auch weiter. Nein, Sam muss natürlich wieder dazwischen quatschen. Oh. Ich kenne ihn. Angara-Leiche. Das ist Keldo, einer von Sokas Lieferanten. Oh Mensch. Das ist ja nicht schön. Okay. Können noch mehr scannen? Wir haben sie gefunden. In Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Das war ja klar. Oh, hattest du selber nicht erwähnt, dass er uns manchmal aushilft? Ja, aber er ist halt leider gestorben. Das fand irgendjemand nicht so toll. So, mal abgesehen von dem Aufklärungsposten hier in der Nähe, ist irgendwie die Markierung immer noch da. Sollen das Lager durchsuchen? Hat das noch nicht gereicht? War es da nicht gerade noch grün? Nee, ich glaube, das sah nur so aus. Schusswaffen zum Einsatz. Die Rückstände deuten auf Cat-Technologie. Okay. Die Cat. Na toll. Ja, Brandrückstände, Hinweise auf Schusswaffen, möglicherweise Explosionen. Und die Cat kommen gerade an. Das ist ja richtig entzückend. Die tauchen zwischen die Augen. Ey. Das war ein bisschen zu hoch. Oder? Nee. Versteckt sich nur schon wieder. Können wir ihn vielleicht absaugen? Nö, wir kommen da nicht durch die Wand durch. Ist der andere jetzt eigentlich tot oder so? Hat das funktioniert? Gut, wenn er nicht will, dann kommen wir halt dahin. Aber es kommen bestimmt gleich noch mehr. Hi. Also wir sollen die Vorräte wieder beschaffen. Das können wir sehr gerne tun. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, auch hier ist natürlich alles voller Cat. Das war wieder so klar. Die machen es einem nicht einfach. Und noch mehr Angara-Panzerung. Für die Beine diesmal. Ich glaube, das andere war nicht für die Beine. So, wir sollen die Waffen zu Soka bringen. Und die befindet sich... Mist. Ich habe so schnell nicht lesen können. Deswegen würde ich sagen... Oh, das Gefangenenlager der Cat erreichen. Eine Rettungsaktion durchführen. Ich erinnere mich nicht daran. Aha, das angaranische Erkunftssystem ist nicht zur vorhergesehenen Zeit zurückgekehrt. Okay. Die bösen, bösen Cat wieder. Speichern wir erstmal. Ist das der Aufklärungsposten? Ja, ne? Automatische Protokolle aktiviert. Und da kommt auch schon angeflogen. Yay. Sehr schön. Hallo, ich will meinen Blick nicht mehr fokussieren. Dankeschön. Ihrem Nav-System hinzugefügt. Pathfinder. Das ist sehr schön. Wie viele KIs wie Sam gibt es dort, wo sie herkommen? Nicht viele. Die meisten Leute haben Angst vor KIs. Hm. Das stimmt. Oh. Bitte? Ganz ehrlich? Das sieht nach ziemlich viel Aufwand und Action aus. Zu viel Aufwand und Action für diese Folge, da sie nicht mehr so lange geht. Wir hätten sonst noch das hier anzubieten und wir hätten auch noch eine Kiste.
Das vielleicht nicht. Aber falls eine KI doch abtrünnig wird, stellt sie eine äußerst reale Bedrohung dar. Das stimmt. So wie die Guests zu seiner Zeit. Aber im Endeffekt waren sie einfach toll. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Okay, irgendwo in der Richtung. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ob wir da auch irgendwie drüber kommen gleich? Nein. So. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sam, in diesem Gebiet kann der eine reingehauen werden. Er regt mich so auf. So, wo ist meine Markierung hin? Da. Das war's auch schon wieder. Wir haben, glaube ich, nichts gefunden. Das ist ja sehr schön. Ah, nee, das schafft er nicht. Ich wähle dich los. Und da hinten ist die Kiste auch schon. Gott sei Dank. Die war jetzt mal leichter zu finden. Da bin ich sehr froh. Die waren bisher alle relativ leicht zu finden, außer die erste blöde, böse Kiste. Da weiß ich einfach nicht, wie wir da hinkommen. So, ansonsten hätten wir hier noch anzubieten. Nochmal Erinnerungsauslöser. Ich würde sagen, gehen wir auch erstmal weiter in diese Richtung. Weil das andere wird, glaube ich, jetzt ein bisschen zu aufwendig für diese Folge. Das machen wir dann in der nächsten. Gute Idee. Anhalten, rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen. Nein? Okay. Oh. Ich sehe was du nicht siehst. Und das, nein. Nein. Ja. Ich sehe was du nicht siehst und das ist ein Cat. Eine Menge Cat. Kann ich da verstecken? Ja, ja, kommt das schon an? Ich hätte mal vielleicht ein bisschen dichter da ranfahren sollen. Mist. Ich möchte gerne das hier einsetzen. Geht das? Mist. Ich sehe manchmal nicht, durch diese komische Umrandung, ob die sichtbar sind oder ob sie sich irgendwo hinter verstecken. Ja? Also ich meine, der wird sich wahrscheinlich verstecken, aber ist manchmal echt nicht gut zu erkennen. Nein! Renn doch nicht los! Machen wir es halt so. Oh nein, wir hätten schon wieder ganz viele Container hier anschießen können. Und jedes Mal vergesse ich das. Ich muss mich noch daran gewöhnen. Und hört mal. Krass, wie sie atmet. Sogar das haben sie mit eingebaut. Das finde ich ziemlich cool. Weil es ja halt so kalt ist und so. Keucht sie halt mal ein bisschen mehr rum. Aber wir können ja einfach nochmal gucken, ob es irgendwas Schönes gibt. Vielleicht ein Behälter oder so. Habt ihr gesehen, wie der gerade weggeschwebt ist? Was war da los? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen. Oh. Wirklich ein. Sehr schön. So, aber ich glaube, das war's ansonsten. Aber naja, besser als nichts. Nehmen wir gerne mit. Oh, hier ist noch ein Fragezeichen auf dem Weg, sehe ich gerade. Dann gucken wir uns erstmal das Fragezeichen an. So, wo habe ich mir das jetzt... Oh, ich habe schon wieder Feinde gesehen. Eine Menge Feinde. Da habe ich mir das markiert. Das scheint wieder unterhalb zu sein. Mhm. Okay. Und da haben wir es auch schon. Relikt-Technologie. Können wir ja wahrscheinlich wieder fröhlich Relikte besiegen. Ja, ich sehe sie auch schon.
Hey, da liegt er. Ihr Arm, klein. Ach Mann, und sie wehren sich nicht mehr. Die Armen. Sie tun mir eigentlich gar nichts, ne? Oh Gott, das war zu viel für ihn. Betäubungsschuss scheint ihm nicht zu gefallen. So, ein Behälter, juhu. Haben wir vielleicht noch einen? Ich meine, ich möchte ja nicht gierig erscheinen oder so. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Das sieht ja auch sehr faszinierend aus. Bringt aber nichts. Das sind wahrscheinlich einfach nur Schutzwände, so. Hier ist nichts mehr. Okay. Oh. Sehr schön. So, war es das? Ja, das haben wir geschafft. Das hat sich türkis gefärbt. Auf EOS hatte das ja nicht ganz so gut geklappt bei den letzten zwei Relikten. Relikttechnologien vielmehr. Aber hier haben wir alles entdeckt jetzt. So, okay, das haben wir ja eh noch markiert hier mit den Erinnerungsauslösern. Das ist sehr schön. Und der dichteste ist... Alles 2000? Da. Das müsste der dichteste sein. Wahrscheinlich einmal genau über den Berg drüber. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wow, ganz schön hell hier. Aber es sieht gut aus. Ah, wir sind dem Ding auch schon näher gekommen. Reliktsäulen? Okay. Gut, ich Oh, guck mal, wie süß. Okay, ich fahre aber erstmal zum Erinnerungsauslöser. Das war ein beeindruckender Schuss, Joel. Man muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Dann sind solche Schüsse ganz einfach. Guter Tipp. Danke. Wann hat er bitte geschossen? Er hat gerade überhaupt nicht geschossen. Oh Mann. Oh nein, das war glaube ich nicht gut runterzufallen. Dieser Ort würde sich für einen Außenposten der Initiative anbieten. Ja, das ist schön. Die Kolonisten würden erfrieren. Die Aktivierung des Gewölbes würde das Klima stabilisieren. Ich errichte ohne die Zustimmung der Angara keinen Außenposten. Das finde ich sehr vernünftig von Ryder. Das ist wahrscheinlich wirklich besser so. Okay, und da haben wir auch den Erinnerungsauslöser. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das werden wir machen, sobald wir noch mehr Erinnerungen gesammelt haben. Aber ich würde sagen, das wabert da oben ganz schön. Das ist eine gute Stelle, um an dieser Stelle aufzuhören. Mit diesem wundervollen Ausblick und Ryders wundervollen Schnappatmung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.